Oh. Es ist rutschig. Hallo zusammen, weiter geht's mit einer Folge vom Eurotruck Simulator ProMods 260. Aktuell sind wir in Island unterwegs, haben gerade unseren ersten, zwar kurzen, aber dann immerhin doch Schwertransport gemacht mit einem Kran, den wir transportiert haben. Wir werden mal sehen, was uns Island heute noch zu bieten hat. Fahrt vorsichtig. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ein Stoppschild überfahren und dann werden wir alle sterben. Schon wieder. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Endlich, wir sind da. Zeit zu gehen. Fertig zum Losfahren. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt.
immer geradeaus. Ach ja, ich werde was tun, wenn ich ein bisschen einfach mal so Nachlichter was es sehen könnte, als wenn man jetzt im Real Life und davon vielleicht sogar eine vernünftige Aufnahme im Foto machen könnte. Das ist so. Wenn da jeder so einfach das Clip hätte, wäre es ja easy, wenn ich dann. Ne? Warum soll ich dann gerade das Clip haben? Außerdem müsste ich zuerst mal hoch. Und davor drücke ich mich ja irgendwie auch schon, obwohl ich es auch nicht will. Für mich wäre das optimal, ich mache so einen schönen Autoausflug, hoch am besten nach Dänemark, Norwegen. Und dann mit der Fähre drüber mit meinem Auto nach Island. Aber das ist alles nicht ganz billig und setzt voraus, dass du ein Auto hast, auf das du dich verlassen kannst, was bei mir mit dann auch ein Schatten ist. Ich sehe jetzt schon, dass es wahrscheinlich wieder nicht reicht, dass ich ein Nickerchen machen muss, irgendwann eine Pause. Ich hoffe, das ist jetzt kein zeitintensiver Auftrag, den ich da pünktlich abgeben muss. Zum Thema Sonnenaufgang. Ich blende gerade wirklich die Sonne, aber die eigene. Die geht gerade auf und die scheint mir so schräg von links hinten ins Auge. Also nicht von links hinten, von links von der Seite, von der Balkone aus ins Auge rein. Das ist nervig.
Aber der Vorteil am aktuellen. Oh, jetzt wird es noch schlechter. Ich kann sagen, der Vorteil am aktuellen Singleplayer. Okay, wird noch nicht mehr möglich. Ich kann jederzeit ESC drücken und mal eben eine Rolle runterlassen. Und genau das werde ich mal ganz kurz tun. So. Und wieder da. Tageslicht. Wer hat sowas eigentlich gefunden? Ich bin absolut ein Nachtmensch. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ich hasse den geschlagenen Straßen hier.
Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich hasse die Sicht. Schon hänge ich hinten dran fest. Ich habe mir mal angewöhnt, den Nickerchen vor Antritt der Fahrt zu machen. Oh, nicht wirklich. Ich bin schon wieder verspätet. Okay, jetzt weiß ich wenigstens sicher, dass diese Musik dafür ist, dass ich verspätet bin. Wenn du eine pünktliche Lieferung haben willst, dann mach das doch auch nicht bei Faultiertransporte, Mensch. Natürlich kann es da mal länger dauern. Ich dachte jetzt, diese Mischung aus Tetris-Musik und einfach nur nervigen Ohrwurm reinziehen die ganze Zeit. Ja, ich fahre auch mal wieder merkwürdiges Zeug zum. Das ist rutschig.
wenn du ausreichend gesehen hättest, ob Gegenverkehr kommt. Ey, isländische Polizei hat auch Humor.
Böse in der Zeit überzogen. Ich werde ja merken, dass es keine Strafe wieder gibt. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Komm schon rüber. Na komm. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das war eine schöne Fahrt. Okay, für fast 4 Stunden Unpünktlichkeit nur 727 Abzug. Das hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Aber trotzdem soll es nicht zur Gewohnheit werden. So, reicht's noch für eine kurze Tour? Oh, ich habe einen Level Up, habe ich gar nicht aufgepasst. Was machen wir denn? Bestimmt keine Just in Time, das geht mir jetzt schon auf den Sack mit dem Pünktlichsein. Wollen wir fernfahren oder ADR? Dann machen wir dann doch mal fernfahren. Und was haben wir im Angebot? Ich will nicht von Island dann da. Wie war ich da gerade eben erst? Was haben wir? Durchverdadigung. Auf geht's. Biege nach links ab. Ja, ich bin schon wieder zu streng. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen.
biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Hier endet es. Die Bezahlung wäre hier deutlich besser, ne? Aber da war ich erst. Da war ich, glaube ich, noch nicht. Ich war da. Okay, wir fahren los. Da weiß ich jetzt schon, dass ich später wieder Nickerchen machen muss. Ey, das biege nach rechts ab. Ich glaube, das mit den Strafen, das muss ich mir echt noch mal überlegen. Das ist ja wirklich anstrengend. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus.
Boah. Bin rutschig hier ab und zu mal.
Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt.
da vorne wäre was zum Schlafen, aber ich möchte endlich mal pünktlich anfangen. Ach ja, bin ich da? Hahaha. Ich sehe die ja nicht mehr bis zur Kurve hinter. Ich wollte als Schaffner überlegt, ob ich da überholen würde. Und dachte mir, bis zur Kurve ist nichts. Und dann kommt er aber nach der Kurve erst aus dem Spawn raus. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, davon bewegt sich was. Davon bewegt sich was, aber es reicht. Ja, ich bin zu schnell, ich weiß. Ich hatte es gerade eilig, aus offensichtlichen Gründen. Und die erste Müdigkeit geht los. Eine Stunde 15, wir haben jetzt noch knapp eine Stunde 20 Minuten vor dem Ziel, der erste Gainer. Biege nach rechts ab. Was da rein? Ah, das war mir jetzt so kurzfristig. Bitte zurückbleiben. Bitte zurückbleiben. Bitte zurückbleiben. Danke. Das war jetzt wirklich ein bisschen... Ich hätte mal aufs Navi schauen sollen, statt irgendwie auf andere Sachen. Und in der Kurve. Der zweite Gainer. Navi, sag mir nicht immer, dass ich so schnell bin. Ich habe keine Zeit.
die Restzeit wird die Zeit durch spätestens auch noch abgeben muss. Das heißt, indem man eine Ruhezeit, eine Ruhepause macht, komme ich über die Restzeit drüber. Ja, die erste Sekunde schläft, das Bild wird dunkler. Oh Gott, da muss ich rein. Das ist ein Stein, da komme ich doch nie vorbei. Unfallverursacher. Wo zum Fuck führt ihr mich dahin? Soll ich den LKW oben in den Vulkan schmeißen oder was? Alter, hier liegen überall Steine. Machen die Karte nicht aus? Sekundenschläfchen. Fahrzeit sagte mir noch 18 Minuten knapp jetzt. Dann Pausenzeit spätestens 35 Minuten. Also ich hoffe, dass ich ankomme, ohne einzuschlafen. Die Frage ist, zählt da das Rangieren zum Parken mit? Wahrscheinlich, ne? Isländische Windkraftanlagen. Yay! Aufliegerschaden. Yay, Doppel Yay. Meine Fresse, ey. Ich kann ja nichts dazu, wenn ich drauf hier sein soll. Ich weiß, dass ich gleich einschlafe. Geht mir nicht auf den Nerv. Ich will die Fracht noch loswerden. Wieder Aufliegerschaden. Ist ja gut. Lässt sich jetzt nicht ändern. Und den ganzen nervigen Weg dann auch wieder zurück, oder was? Ah, oh, das geht mir jetzt schon auf den Keks. Thank you.
Ja. Die Straßenführung ist ein bisschen wild. Okay. Aber ist schon klar, dass ich hier mit dem Anhänger komme und so, mit dem LKW, und nicht mit dem Fahrrad. Wir sind heile angekommen. Ja, vielleicht fahrzeugtechnisch einigermaßen heile, aber psychisch bin ich ein Wrack. Gibt's hier noch eine Ecke, wo ich schlafen kann? Ach, so anhalten? Wahrscheinlich nicht, ne? Um? Da oben ist Fracht abholen, ne? Ich brauche einen Schlafplatz! Keine Ahnung, ob ich mich irgendwo hinstellen kann. Steht schon einer? Kann ich da hin? Wäre ja echt bitter, wenn ich hier oben irgendwie nirgends wo schlafen könnte jetzt. Was habt ihr euch denn dabei gedacht, Spiel? Soll ich dann dauermüde oder muss ich zwangsschlafen dann irgendwie, also dass ich irgendwie ausgenockt werde und dann stundenlang schlafe? Da kann ich ja eh nur eine Fracht abholen, das will ich jetzt aber ja nicht. Motor aus, bringt mir auch nichts, Auftragsangebot. Moment, soll ich da nochmal mich in den ganz schnell den Motor ausmachen? Sechs dann krieg. Sie werden müde. Ich würde gerne schlafen. Du lässt mich aber hier gerade nicht irgendwo. Ist nirgends so was, wo ich mich hinstellen könnte, ne? Mal bitte. Da stehen PKWs, darf ich mich dazu stellen? Ich kriege kein Angebot zu schlafen. Gibt es eine Tastenkombination, dass man überall schlafen kann? Nee, ne? Egal. Lassen wir das für heute. Beenden wir diese Folge mit einer weiteren kleinen Islandtour. Und ich danke euch fürs Reinschauen. Bis später, beziehungsweise bis zum nächsten Mal dann eventuell. Ich würde mich freuen. Einen schönen Tag noch. Und ich hoffe, wir finden dann eine Lösung für das Schlafproblem. Wir werden müde. Finden Sie eine Parkmöglichkeit, um zu schlafen.